Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists. Tja, letzte Folge haben wir am Ende leider nochmal genoobt, aber ich habe halt einfach nochmal geladen. Und ja, ist ja alles nur halb so wild, deswegen alles in Ordnung. Und ich habe auch schon eine Idee, glaube ich. Allerdings brauche ich dafür ein wenig Geld nochmal, wobei eigentlich das dürfte lang. Was viel wichtiger ist, was ich brauche Holz. Holz, 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 jede Menge Holz, glaube ich zumindest. Denn ich glaube, mit unserer Graberei ist das schon mal gar nicht so schlecht, was wir da anstellen. Ich glaube, da kommt man sehr schnell raus. Nur brauche ich, wie gesagt, erstmal Holz. Denn ich habe schon ein bisschen rumprobiert, aber das zeige ich euch sowieso nachher nochmal, warum ich Holz brauche. Denn wenn ihr einen Tunnel graben wollt, dann müsst ihr den auch abstützen. Und dazu braucht man halt ja, Holz. Man muss ja so einen Bogen bauen, dass du den da reinstellen kannst. Ich denke, dass das auch craftbar ist. Also, weil ich habe das schon mal probiert, da steht dann, you have to support your tunnel. Irgendwas stand da. Und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die auch nicht so sonderlich schwer zu craften sind. Ich schätze mal, dass ich da zwei oder drei Holz maximal brauche. Nur würde ich da halt gerne in der, wie heißt's, in der Schreinerei arbeiten. Da müssen wir uns gleich mal für bewerben. Müsste ja eigentlich gehen. Außer es hat natürlich jemand den Job schon inne. Dann ist es natürlich blöd. Dann müssen wir uns das irgendwie anders besorgen. Das Holz müssen wir es halt kaufen, wenn es auch nicht anders geht, aber. Wenn das wirklich klappen sollte, dann sind wir, glaube ich, sehr schnell jetzt raus wieder aus dem Gefängnis. Wenn es denn halt klappt, das ist halt die Frage. Weil also der Job hat uns bisher ehrlich gesagt noch nichts gebracht. Ich habe ja noch nichts rausgeschmuggelt und scheiße, der Woodshop ist schon besetzt durch Paul. Ja, nee, das ist nicht gut. Das heißt, ich muss mir von irgendeinem Holz kaufen. Ich kaufe mir aber schon mal vorsichtshalber ein bisschen Folie, falls ich doch irgendwann mal da hinten arbeiten sollte in der Schreinerei. Wow, warum hasst Levi uns denn so? Alter, hat der eine schlechte Meinung von uns? Was denn da passiert? Naja gut, ich gehe einfach mal kurz euch zeigen, was ich meine. So, das legen wir auch mal hier hin. Also hier wird es langsam echt. Ups. Hier wird es langsam echt voll. So, und zwar, wenn ich jetzt hier digge, you need to brace the tunnel with supports. Es gibt also auf jeden Fall irgendeine Gerätschaft, mit der ich das tun kann. Und ich gehe stark davon aus, dass sie aus Holz ist. Habe ich hier eigentlich noch einen Auftrag? Nö. Mensch, hat jemand vielleicht noch schnell einen Auftrag für mich? Leute, wisst ihr was? Wir verscheißen es uns mal richtig mit Levi. Den verkloppen wir nachher. Heute verkauft irgendwie keiner was. Schade, schade. Waffe habe ich gerade überhaupt keine, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir sollten uns demnächst mal wieder eine besorgen. Wir können ja auch unser. Nee, unser Werkzeug will ich nicht benutzen. Das können wir ja vielleicht noch brauchen.
ich sag den überall mal nein, dann kann ich eventuell bald neue Jobs haben, neue Favors haben. Und ich brauche immer noch Holz. Was können wir denn noch machen, bevor ich wieder auf Holzsuche gehe? Eigentlich nichts. Scheiße. Na gut. Dann gehe ich mal ein bisschen looten. Auch wenn ich eigentlich momentan nichts so richtig davon brauche. Wobei, doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe ja gesagt, es gibt mittlerweile es gibt mittlerweile verstärkte Kleidungsstücke, quasi mit Rüstungsschutz. Ich versuche mir jetzt mal so eins herzustellen. Ich weiß auch schon, was ich dafür brauche eigentlich. Zumindest gehe ich mal davon aus, also ich werde 100 Pro halt was zum Anziehen brauchen. Metall. Und das sollte dann eigentlich laufen. Duct Tape brauche ich auch. Jacob. Ah, ja, Metall. Der hat Metall dabei. So. Und jetzt probiere ich das mal kurz aus. Natürlich ist es blöd. Wahrscheinlich ist die Kleidung verboten. Alter! Was ist mit dir los? Ach, der hasst uns ja. Stimmt. Tja, mein Freund. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Noch mehr Intelligenz. Das ist aber nicht so schön. Brauche ich mal ganz schnell ein Plastikmesser. Und wieder was anziehen. Hilfe! Yes! Penner. Damit hast du nicht gerechnet. Ich klaue mir jetzt deine Klamotten, du Arsch. Jetzt kannst du nackig irgendwo da rumliegen. Sausack. Wollt ihr uns fertig machen? Nicht mit uns, Leute. Nicht mit uns. Ups. Sorry, Jacob, ich wollte nur gucken, ob du noch was Geiles hast. Nee. Und da ist er wieder nackt. Immer noch nackt, besser gesagt. Tja, Levi. Leg dich nicht mit mir an. Wir sind zu powerful. Aber interessant, dass die einen dann auch angreifen. Hätte ich nicht gedacht, dass das überhaupt dann passiert. Ich hätte nur eher erwartet, dass die uns nichts mehr verkaufen oder so. Aber das geht ja komischerweise noch. Gestreckte Drogen verticken oder so. Nee, nee, nee. Also ich lasse mich hier nicht von so einem Kackbuhn anscheißen. Nö. Nö. Wobei, das hätte ich eigentlich machen können. Naja, egal. Brauche ich aber immer noch einen, der mir Holz vertickt. Ich brauche noch ein Holz. Ein einziges. Hast du gut Holz? Ich lebe jetzt mittlerweile. Ne, schade. Komischerweise, ich frage mich immer, wo die auf einmal ihre Waren wieder herkriegen. So aus dem. So mir nichts, dir nichts, haben sie auf einmal wieder dicke Waren in der Hand. Ziehen sich aus den Hintern raus. Schön irgendwie in Kondom eingewickelt, in den Arsch gesteckt. So eine Crowbar oder so, richtig so schön bis zum Anschlag rein. Geil. So, Evening Free Time. Wird ja wohl kaum jemand eine da großartig Zeug rumliegen lassen. Rumliegen lassen an Holz, glaube ich jetzt eher weniger.
Wie viel bringt denn eigentlich das momentan? 48? Bringt das immer noch 2? Nee, scheiße. Nicht mehr. Am Anfang hat das ja immer 2 gebracht. Ärgerlich. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die Suche nach einem. Das für Rückert. Jacob, hast du jetzt? Nee, immer noch nicht. Warum verkaufen denn heute nur 2 Leute was? Schlechte Konjunktur oder was? Levi ist immer noch nackt, verkauft aber immer noch denselben Müll. Na gut, dann gehe ich nochmal lernen. Ich will mir eine Rüstung bauen. Aber dass er davon so müde wird. Na, das glaube ich nicht. Wobei, wenn ich mir abends ins Bett lege und lese, werde ich auch immer müde. Oh, wir haben ein bisschen Abend. So, jetzt bin ich aber auch viel zu müde. Deswegen gehe ich jetzt mal schnell was schnabulieren. Darf ich überhaupt? Scheiße, man darf gar nichts essen, wenn keine Essenszeit ist. Was ist das für ein Betrug? Kann ich das jetzt eigentlich bauen? Ach, Quatsch, keine Löffel. Na, 12 brauche ich. 12 brauche ich noch. Das kriegen wir dann, kriege ich dann offscreen, kriege ich das voll, das mache ich dann noch schnell. Und dann haben wir vielleicht sogar mal eine Chance, einen Officer Platz zu machen. Könnte ja funktionieren. Aber kauftechnisch war das kein guter Tag heute, das war überhaupt kein guter Tag. Was soll man da machen? Hier bestimmt nicht das Angebot, die Nachfrage, das Angebot und umgedreht. Hier ist alles komplett durchgedreht hier im Knast. Ist ein bisschen blöder. Das fände ich halt ganz cool, wenn es hier quasi noch so einen Spezialist gäbe, wo du dem dann sagen könntest, hey du, ich brauche ein Kilo Tabak, bring mal mit. Oder schaff mal bei. Das wäre super, wenn das gehen würde, aber... Nö, leider nicht. Morgen bauen wir uns dann übrigens auch mal so ein Bett-Dummy. Leg das schon mal hin. Dann kann ich auch nachts unbescholten durch die Gegend wandern. So, aber was ich jetzt mal kurz bauen gehe... So... Scheiße, Moment, nee. Wir bauen uns mal schnell so ein Foliending. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Ah, das ist einfach so eine kleine... wie nennt man das? Tasche? Beutel. So ein kleiner Beutel. Coole Sache das. Aber was brauchen wir das? Aber ich will mal kurz was ausprobieren. Oder nee. Nee. Ich wollte. Kann man mit dem Hammer eine Wand kloppen? Nee, das geht nicht. Was kann man mit einem Hammer machen? Das müssen wir mal ausprobieren. Also das müssen wir einfach mal auf jedes Objekt anwenden. Irgendwann werden wir es rausfinden. Deswegen würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder oder natürlich heute Abend bei Eli Dangerous. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.